Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 4 Multiplayer-Ausgabe. Minispiele stehen mal wieder an nach langer, langer Zeit und bei den Minispielen, ja, setzen wir uns immer so ein gewisses Autothema und da haben wir uns einfach der Kategorie der modernen Supersportwagen hier im Spiel bedient und man kann gleich schon mal sagen, nicht alle Fahrzeuge, die wir hier stehen, sind moderne Supersportwagen, aber dazu kommen wir gleich drauf zu sprechen. Erstmal möchte ich die ganzen Leute vorstellen, die heute mit dabei sind und da haben wir Andy, Esselbürn, Bluto Cascades, Dui, Crapper, Darf sei nie gut, Fly High, KNX User, Lukas, Crax Gaming und Super Noob. Grüßt euch! Hallo! 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 Natürlich sind diese Wagen für die Minispiele entsprechend aufgebaut, also ein bisschen andere Reifen, Fahrwerk etc. Alle auf ungefähr denselben LI gebracht. Wir gehen es trotzdem ganz mal kurz durch, was wir hier Schönes haben. Einmal haben wir eine Corvette C8, ein Turbo S, dann ein Ascari sowie den Russian Q1, ein Ford GT haben wir, ein BMW i8 haben wir, dann den ATS GTS oder sowas oder wie rum GT. Das auch wieder rum ist. Also nur ATS GT so rum, ja. So irgendwie wusste ich es ja. Dann Acura, NSX haben wir am Start, Audi A8 haben wir am Start, eine Musielago haben wir am Start und dann natürlich der absolute Supersportwagen schlechthin. Der 650 natürlich und das hier. Ja, Ferrari FF, der hat eigentlich hier nichts. Ja, gut. Lassen wir das so stehen. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und springen direkt mal rein ins erste Minispiel. Ja, wir bleiben natürlich hier am wunderschönen Strand und spielen Infiziert. Und wie ihr seht, das Singleplayer Infiziert. Oder was ist Singleplayer? Also wir spielen schon Multiplayer, aber jeder für sich so quasi. Ja, wir in den Minigames machen natürlich beides. Die Teamspiele als auch die... Ja, kann man Solo spielen? Ist es, ja, egal. Es ist klar, was gemeint ist. Eigentlich sind wir eine Gruppe. Crapper fährt gerade auf die Schanze an der Burg zu. Ja, eigentlich sind wir ein Elfer-Team. Hast du recht. Bin über den Elfer-Team. Ich möchte mal kurz überlegen, dass bisher... Oh, Horizon 4 nicht eine Ausgabe hatten, bei der ich zuerst infiziert habe. Oh. Uah. Ja, fast Crapper hinten drauf gesprungen. Ja, wäre schön. Crapper hat sich geschlagen. Das stimmt, dafür warst du in Horizon 3 immer infiziert. Ja, das aber da haben wir das auch deutlich öfters gespielt. Ist halt gespielt. Auch leider keine Übertragung. Wir haben das aber auch deutlich öfters gespielt, ne? Ja, in klar, ich glaube, wir haben vielleicht zweimal bisher in Horizon 4 das im Solo gespielt. Doch meine ersten überhaupt. Es war aber auch lustig. Es war aber auch ganz ehrlich, die Minispielareale und die Minispiele waren auch irgendwie lustiger im dritten Teil. Das Einzige, was jetzt im vierten Teil geiler war, sind halt diese Teamspiele, die jetzt dazugekommen sind. Ja. Aber die Areale und alles fand ich dort irgendwie cooler. Gerade diese Baustelle da über Surfer's Paradise mit diesen Ebenen und so. Da hat halt auch Flaggenjagd und so echt gut Bock gemacht. Hi Fly, hi. Hallo. Wow, Adi. Ich stehe das wert ist. Ja, du bist auf dem Dach gelandet, Luca, gell? Was macht sagt man einer so? Fahren muss man können, fliegen auch. Eigentlich Crapper Jabaden, aber der kommt nicht. Das Krasse ist eigentlich immer bei diesen Infizieren, sobald der Erste neben dem Ersten, also der Zweite an, ja. Infiziert ist, dann geht's ab. User nennt man das Instagram. Ja. Bin ich eigentlich heute eins? Aber ich muss zugeben, es ist auch gerade meine Absicht, weil eigentlich will ich von Crapper erwischt werden. Was hast du drauf gemacht? Ja, sonst komme ich nicht so hoch. RIP. RIP. Also du fährst ja in die 8. Ah, ich habe Crapper gefunden. Crapper, warte, ich komme zu dir. Ja, da komm her. Warte, Crapper, stehen bleiben. Was geht denn? Hey, da weiß ich, wo wir sind. Wir sind am Strand. Das war klar. Tatsächlich hatte ich aber gerade auch überlegt, zu Crapper hinzufahren und mich infizieren zu lassen. Oha, ihr helft niemals! Immer im Spiel spielen wir noch Tryhard. Oh, Entschuldigung, wir spielen noch mal. Hab ich vergessen. Heute ist E-Sport hier Competition. Ja. Das ist so ein E-Sport ready, würde ich sagen. Hi, wenn die jetzt kommen, was ist der Plan? Nach hinten oder nach vorne? Aber nee, so ein Spectate-Modus wäre trotzdem geil, mal in Horizon 4 Hallo, oder Horizon allgemein, meine ich. Ja. So für Rennen oder Minispiele oder so, da könntest du so schon viel den machen. Wenn wir schon den Drohnen haben, die Mechanik könnte was nutzen. Steht ihr hier oben? Aua! Runter! Ey! So, der steht schon unten. Flyer, du bist der Nächste, komm gell? Schon in den... Komm schon, ja, komm, den Mechanik krieg ich. Da campen die hier oben am Sprung, ey. Ich glaub's geht los. Story, was machen wir hier nicht? Den Infizierten geschmissen. Ey, komm, jetzt hab ich euch schon einen geliefert. Jetzt machst du mich hier auch noch weg, oder was? Ja, weg. Verdient. Du hast mich fast in die reingeschmissen. Nein! Da! Fly, halt, komm, sammeln! Jawoll! Ja, das war halt.
muss aber. Ja, Entschuldigung, aber Camper akzeptiere ich nicht. Ihr kennt mich. Das ist wohl wahr. Ja, mehr als die Hälfte überlebt. Also, oh, ja, was? Da komme ich noch hoch, da komme ich noch hoch. Oh. Andy, Acid, uiuiui, die schweren fehlen noch. Das ist ein bisschen diskriminierend, dass du jetzt hier die Leute auf. Nein! Nicht reduzierst. Ja, ich hab dich schon eine Weile verfolgt. Das ist schon dreist. Ja, finde ich auch nicht mal, ne? Hi. Wir können gehen, das sind die schweren Knochen. Nimm Dre! Wir haben noch eine Minute! Das ist jetzt für ein Team, die sollen gar keinen von uns nehmen. Ist doch ganz klar. Politierst du ihn? Das sind die besten Damenkarte. Nee. Nimmt ihn! Oh nee, sind noch mehr! Oh komm! Über dich drüber geflogen. Schade. Geh weg! Geh weg! Nico, nicht komm mich. Her! Nein! Nico, jetzt was musst du gerade kompensieren? Alter, ich hatte dich! Nein! Mann! Also egal, wenn ich jetzt auch erwischt werde, hat keiner gewonnen. Und jetzt doch, beschlagen Crapper! Ja, stimmt, Crapper. Ja, danke. Ich hab gewonnen. Ja, Crapper, siehst du? Alter, war das knapp. Vom sterbenden Schwan zum hässlichen Endline. Oh, ja, das Luke, ging irgendwie das anders. War so anders. Vom sterbenden Schwan zum hässlichen Endline. Ja, doch, ja, finde ich. Ist ein Aufstieg. Oh. Ist ein Aufstieg. Also, ich würde sagen, Titel für die Folge ist gefunden, oder, Andi? Oh. Oh Mann. Ja gut, Leute, das soll dann das erste Minispiel gewesen sein. Gucken wir mal, was als nächstes auf uns wartet und auch welches Gebiet und ob es ein Teamspiel ist oder ein Einzelspiel. Lassen wir da uns einfach mal überraschen. Ja, auf die warmen Tage gibt es ein bisschen eiskalte König-Action, Team-König-Action. Stop the count! Ja, er war nur entschieden. Ja, ist egal. Aber ich bin Leute, König. Das ist ein Teamspiel. Ach, könnt euren König nicht allein lassen. Hallo. Das ist so Mobbing. Nico, gib mir deine Krone. Oh, nee. Ich würde sagen, das zeigt eine amerikanische Revolution hier. Hi, scheiße. Danke, cool. Das war echt großzügig von dir. Also, eigentlich, das sah gar nicht interessant aus. Da ja, wäre geil gewesen mit Ansager. Ich habe gar nicht hingeguckt. Ich dachte, ich bin komplett alleine. Das ist das Spiel. Hallo. Das ist eine Rampe. Ich bin einfach ein einfacher Kerl. Ich sehe eine Rampe. Luca, direkt hinter dir ist ein Gegner. Nein, nein. Also, ich weiß, du hier bist. Wieder nicht, Moin. Aber jetzt, verdammt. Adi, glaubst du, ja, hast gegen meine Offroad-Feder. Oh, sorry. Ich glaube, Stui hat gerade eher Brücke. Nee. Ich hab sehr weg. Nein! Hey, wie jetzt? Meine. Ey! So geht's hier. Ui! Oh! Flyer machen fertig, der hat nichts mehr. Naja, ich weiß, ich wollte ihn noch ein bisschen von dir wegholen. Boah, noch 110 kW. Oh, boah, das ist so cool. Oh, Nico. Nee, die Verblutung hole ich mir wieder, das ist meine Revanche. Alle, wir alle halt hier spinnen. Autobahnbomber. Hallo, Auto? Ah, danke. Ey, was ist das? Danke fürs Aufwärmen, aber also. Nee, ich kann wieder. Oh ne, ich fahr grad auf weiter, was soll das? Ich bin meine Quote zurück. Alter Pluto, warum bist du so schnell? Für Plutos Kahn. Pluto hat der Plutonium-Antrieb, der ist brutal. Ich hab den mal beide ein bisschen abgeblockt, nee, Pluto, die dürfen jetzt ein bisschen länger brauchen, was? Mann, ich rutsch so krass, es ist so schlimm. Ja, das Eis rutscht man halt. Nein! Ja, mit Rennreifen ist das sehr lustig. Ja, das hatte ich niemand dazu gezwungen. Achtung, Pluto, direkt hinter dich. Du, ey. Ich hab schon noch zwei Reifen vorne hier. Ja, wenn ich es kann, nix. Ach. Alter, jetzt. Dankeschön. Sehr gut, Grabber. Pluto, das hätte ich einfach nicht erwähnen sollen. Sie wären dir noch ewig gefolgt. Oh, nee, das ja. Nee. Ey. Andi, ich bin doch auch blau. Mein Auto ist auch blau. Ich gehöre auch zu euch. Das ist mir wurscht, ob du besoffen bist. Besoffen, also, was soll denn das jetzt heißen? Pluto hinter mir ist ein blauer, ich hab ein Problem. Mich jetzt nicht. Ach, als ob er jetzt hier hängt und dadurch sich cool. Rettet. Oh, nee, das sehe ich nicht rein. Auf geht's, Ray. Oh Gott, mein Auto ist abgesoffen. Ja, du wirst immerhin langsamer im Gegensatz zum Pluto. Pluto, gib her! Aha! Ja, endlich! Ey, was soll das denn? Okay. Stewie, du Gangster! Das ist so verdient! Oh, oh Gott. Das war knapp. Da kam ein Andi geflogen. Oh, eins Andi kam geflogen. Oh, sehr schön. Oh, bomb. Nein! Das war schlecht. Ja, nein! Ja, es tut mir leid.
Cool, ich habe sie noch behalten, aber jetzt bin ich ausgewämst hier. Lol, als ob du sie noch hast. Ja, klar. Wie lost war Nico dann? Ja, Entschuldigung, ich habe keine Bremsen. Du, das ist ein kleines Fahrzeug, das kann man gar nicht treffen. Ich treffe halt genau hier rein. Freunde, zack! Freunde! Oh. Was? Greg, das ist alle deutsche Bandit. Andi? Was war das? Nein, ich hab keine Power. Was war das? GP2-Engine, GP2! Scheiße! GP2-Engine! Wie gegen die Wand fährt! Jetzt hol sie doch mal, mein Gott! Ja, Entschuldigung! Das gibt's nicht! Warum alle? Oh, sie haben alle! Ja, warte mal, wie geht das? Genau! Wacke Blö! Nein! Ja, das kann man im wahrsten Sinne sagen, ey. Das gibt Blut! Nee! Oh nee, Eis! Hilfe! Eis! Gleich heißt es, dass Gas geht! Einfach Gas geht! Nein! Die Rappen rettet, ne? Ja. Ich mache erstmal eine Barrel Roll. Lass eine gute, ich bin dran. Lass eine gute, ich hänge am Baum. Gleich, lenk links. Links! Noch weiter. Ah ja. Ja, also. Ich bin schon wieder ausgebremst. Unser Team liegt noch zurück. Spiel! Nein! Achso, shit, doch, wir. Nein! Andi! Weg! Weg! Das ist meine Krone. Es ist so dumm, ich kann halt echt nicht bremsen. Nein! Ah, da war ein Baum. Wait, ich hab schon eine. Du hast doch eine. Genau. Geil, das ist, jetzt ist es meine. Nein, Moment. Hä? Doch. Boah, stopp. Ist meine. Achso, dann hab ich eine andere. Dann hab ich jetzt eine andere. Egal, das Auto glitzert auch ganz toll. Du, der ist direkt. Oh, sorry, das war falsch. Oder ist ein Baum. Nee, egal. Das ist anders, als ich dachte. Nein. Jawohl, bisschen Two-Wheel-Action. Oh, da ist angeflogen. Two-Wheel-Action. Er hat's drauf. Das ist schlecht. Jetzt wird's. Nee, er gewinnt trotzdem, oder? Ja. Ich hänge am Tag. Er wird zurückgesetzt. Oh, guck mal, wie knapp das ist. Nein. Aber ja, GG. War aber knapp, ey. Es war echt spannend. Ja, also, da die Wendung war krass. Guck mal, ich bin der Einzige, der mit einer Krone angezeigt wird am Ende. Ich bin der wahre Übrigens bin ich der am wenigsten. Der wahre Kronen. Du hattest halt am längsten überhaupt eine Krone. Ja. Ja, ja, meine Regentschaft hielt lange. Doch dann kam Andi. 28 Mal vorbeigeschossen. Ja. Und irgendwann dann auch mal getroffen. Irgendwann saß der Pfeil dann auch mal. Stell ich mir echt so wie so eine schlechte Komik vor. Sitz ich so auf meinem Drohnen auf einmal. Huh, da ist ein Pfeil geflogen. Huh, da war noch mal einer. Mensch, da will mich wohl jemand abschießen. Und ich steh nicht mal irgendwo, ich steh nicht mal irgendwo versteckt, sondern Heinkühn mit dem Fenster so 2 Meter vor dir. So mitten im Drohnensaal. So. Ja. Komm, ich krieg dich. Und dann irgendwann, pam, Treffer, ja. Und dann aber auch nur die Schulter oder so. So, ja. Der König ist tot. Lang lebe der König. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, weiter geht's mit den Minigames und schauen wir mal, was als nächstes kommt. Es regnet und wir spielen Regentag. Ah ne, Flaggenjagd, so rum heißt es. Flaggenjagd gibt's auch allein im Einzelmodus. Hä? Das muss ich auch nicht. Oh mein Gott, das kenne ich nicht. Ich bin aufgeschmissen. Du holst einfach eine Flagge und gibst sie ab. Und wenn du Spaß hast, dann klaust du sie halt. Ja, die sind halt verteilt irgendwo. Ach, beruhig dich. Und wenn alle weg sind, dann musst du sie vom anderen klauen. Warum ist der Blaue geghostet gewesen? Wie unfair ist das denn? Weil ich die Flagge gerade gesnackt hatte. Genau, da hast du kurz einen Ghost. Trevor, du fährst in die falsche Richtung, du. Ich hab's gerade gemerkt. Verdammt. Oh, ich hab eine abgegeben, ich hab meine Mission erfüllt. Leihei, nimm ihn ab. Der Rest der passiert ist mir wurscht. Ich halte das Spiel auch gerade nicht, das ist so. Also nochmal, ganz einfach. Es gibt. Die Flaggen werden zufällig gespawnt in verschiedenen Farben. Ja? Die Flaggen holst du ab und musst sie in die Zone reinbringen. Und du kannst aber auch die Flagge von anderen klauen. Danke. Das ist doch jetzt nicht. Ach, nein! Okay, ich gebe zu, der war mies. Der war richtig mies. Ey, Pluto, nein! Für jede Flagge, die du erbeutest, gibt es 10 Punkte und für jede, die du ablieferst, Alter, das ist jetzt nicht dein Ernst! Und Pluto hat's bei User gebaut. Oh, komm! Wo kommt denn der Tunnel raus? Am Ende vom Tunnel. Türkis! Nein! Wollt ihr mich veräppeln? Ah, er hat's abgegeben. Fuck. Der Luca hinter dir ist ja. Ja, egal. Was ist denn da? Es gibt mehrere Abgabezonen. Eine war genau hinter dir. Ich bin aber auf der Map nur die eine angezeigt. Was? Ey, was soll das denn? Ah, bist du schnell. Ich fühl mich ziemlich hilflos hier gerade. Ja, ich hab mich absolut gemobbt, ich hab noch so gar keinen Durchblick. Kann der Türkise bitte endlich mal die Fahne reinmachen, ich will eine neue Farbe. Das funktioniert, krass. Wie bitte? High five, Luca. Jetzt hätte ich dich gehabt. Esse. Chris.
Ja. Ich hab die gerade beim Zug. Richtig gut. Moin. Nein, was machst du? Ja. Bruno ist einfach Meister. Das jetzt hätte ich Bruno echt ärgern können, aber nee. Sorry, er ist aber Assi. Ja, ich bin gerade zurückgefahren und bin da genau in so eine Flaggenzone rein. Dann nehme ich sie mir. Ist positiv. Andi, nein, Andi, nein. Ich will eine einzige fahren im Spiel schaffen. Ja, kein Problem, kannst du haben. Danke. Andi, gleich. Danke, Bruno. Bester. Hä? Ach Gott. Du hast mich nie berührt. Du bist so ein... Was? Alter, Scheiße. Nein! Nein! Ja. Nein, das sind ja noch mehr! Oh, nö! Ach komm. Hey, als ob Pluto die ganze Zeit ghostet. Ich bin in euch drin geblieben. Dann bleibt man geghostet. Erst wenn ich euch verlasse, quasi, wird man entghostet. Hä, wo ist die Flagge hin? Weg. Oh, fuck. So hänge ich hier unten fest. Ja. Hä, wie? Ich hab eine Flagge. Wo muss ich hin? Ja, meine erste Flagge. Und da kommen sie alle angegangen. Was? Wieso hab ich die durchbekommen? Ja. Ich sehe keine Zone. Doch, da hinten. Ich fahr schon wieder. Da komm ich. Ach, komm schon. Ich stell mich gerade ein mit der Kiesfahrt. Nein, Stui! Ach nee, ist das deine gut. Du Gangster! Ich bin in der Brücke drinne. Oh ja, ich bin drüber gesprungen, hab sie bekommen. Cool. Danke. Gibt's auch nicht. Hä, was? Das ist meine Fahne, Mann. Aber ich würde sagen, das war Teamwork. Ich habe mal ausgebremst. Als ob das Da war mir User drüber gesprungen. Nein! Oh als Gott. Bluetooth das bei mir gemacht hat, hat er instant meine Fahne bekommen. Hi. Ja, ich block dich jetzt, weil du bist unfair. Lol, Stuhl. Aua. Ah, das gibt's nicht, Krepper. Und dann... Ein Abstauber, das gibt's ja wohl. Moment, hast du auch gerade eben die Flagge aufgenommen? Ja, beide die gleiche Flagge. Ja, war wahrscheinlich genau im gleichen Moment und dann hat das Spiel halt gemerkt, oh, Hitbox. Komm, der punktet auch schon wieder. Ey, das gibt's halt nicht, ich krieg halt gerade gar nichts hin, ne? Ja, meine Karre liegt mal wieder auf dem Dach. Nein. Die hat sich jetzt schon wieder jemand gesnackt. Oh Gott. Oh, ich hab da Leute. Hey! Pluto, gib wieder her! Nein, hä? Warte, der Ghost da reinfahren kann. Nope. Nein! Pluto ist einfach Ghost. Oh, mein Auto. Der kurze Radstand von meinem Auto hilft halt gar nicht. Ja, ich dachte mir aber auch gerade. Du hast eine ewige Hüpfburg, das ist so Wahnsinn. Nein, ich hab mich überschlagen. Ja. Nein, du hast blockiert. Aber wie ich vorher gesagt habe, bei dem einzelnen Flaggenjagd, entweder bist du der King schlechthin oder du verkackst elendig. Ich habe mich diesmal für das Verkacken elendig entschieden. Ja, Pluto ist der Winner, würde ich mal sagen. Vor der BMW, please. Ja, und dann wirst du erst wieder ausgebremst. Ah, danke, Flahey. Warte bitte, da war eine blaue Flasche. Ja. Jo. Ja, manchmal ist es halt. Also, man muss halt echt die richtige Taktik manchmal haben. Manchmal einfach die Flaggen holen, abgeben oder halt wirklich in den richtigen Momenten klauen. Aber ich bin jetzt hier für gar nichts gekommen. Gar nichts geklappt, weil ich immer nur festgehangen bin, im Schlamm festgesteckt bin. Irgendwie ging gar nichts gerade. Na, die Corvette ist halt echt ganz gut geeignet dafür. Also, das ist schon okay. Ja. Okay, ja. Chris, nachdem ich die Tabelle gesehen habe, verstehe ich deinen Frust. Das war kein Frust, Alter. Ich komme da um die Ecke gefahren, da steht auf einmal der Schnurrer vor mir, weißt du? Ja, wunderbar. Dann würde ich mal sagen, dann schauen wir uns doch nochmal ein anderes Minispiel an und vielleicht auch eine andere Location. Ja, da sind wir doch am abendlichen Steinbruch gelandet und spielen ein bisschen Überleben. Ja, es sind übrigens dieselben Teams wie vorhin bei König. Zufälle gibt's. Teams werden ja selten durchgedreht. Alter, war das knapp. Da fliegt man hier. Lass mal. Squacks. Ich finde dich. Das ist schön, dass du mich findest. Das hört sich Alter, mein Gott, wie tief ist denn das Wasser hier? Tief. Ja. Ja, das Wasser sagt, trinken. Okay, danke. Oh, das gibt's doch nicht, alle drei kommen durch. Ich habe einfach ein zu kleines Fahrzeug. Ja. Das war die taktisch falsche Wahl. Echt so, ey. Boah, was Cracks dann mal wieder mit seinem Powerbuild Gaming aus einer Runden zusammenfährt, das ich ist ja wohl auch nicht mehr. Ich hab alles an Ending eingebaut. Dui, wie bist du da vorbeigekommen? An der Wand gefahren. Er hat zwei Kekse gespendet, dann durfte er durch. Zoll war erlaubt. Oh, ja, besser ist. Natürlich. Cracks.
Scheiße war's, ne? Ja, komm mal an. Scrax, bitte einmal schaut bremsen, du musst mich heilen. Er muss gar nichts. Psst, hinter ihm war ein Grüner! Wo ist er? Ach, der ist drin. Gott, den hab ich! Jawoll! Gerade eben der Flaggenjagd, der übelste Loser und hier Matchwinner. So schnell ändern sich. Absoluter Jäger, der Ray. Da steht man auf einmal plötzlich neben sich. Das ist der Wahnsinn. Doch ist das Match nicht entschieden. Im Wasser hat man dann eher so eine Zeitlupenverfolgung, gell, Andi? Das stimmt, aber ihr habt ja steht nicht, warum du mit deinem Breitbau-Paket so viel schneller warst als ich. Ja, so viel schneller war ich nicht. Aber ich bin höher gelegt, also. Folgender Deal, ihr bleibt einfach da drüben. Viel höher ist die Corvette, glaube ich nicht. Ihr bleibt einfach da drüben. Das ist unsere Seite vom See und das ist eure Seite. Ich glaube gar nicht rüberkommen. Das war ein Haus. Ja. Ich bin eben abgesoffen. Nope, Andi. Diesmal nicht Pluto. Was? Wow. Bist du dir sicher? Ja. Ach komm, kann ich so nicht. Ich habe doch meine Seite so. Oder so, Pluto. So, du hast sie gut gemacht. Ich dachte gerade, du hättest nicht, weil du im Wasser schneller warst. Ich hab's nicht. Ja, du hast mich voll erwischt, ja. Und ich hänge jetzt, also ja, guck mal, jetzt siehst du, wie langsam die Karre im Wasser ist. Da geht nichts. Nein. Da war ein Baum. Und der bringt mich zum Drehen. Das war doof. Ich sehe da so eine Zeit ablaufen. Fahr einfach vor mir weg. Das ist doch toll. Bitte schön. Als ob. Nein! Ah. Oh, das war knapp. Fahr weiter. Aua. Wow. Das hat sich ja. Dreh mal. Nein, ich bin noch geghostet. Warum bin ich noch geghostet? Pluto, bist du da gerade runtergekommen? Ja, fahr einfach. Lassen wir die Zeit. Das passt schon. Yo! Ja, nein, nicht zurück! Ihr wollt mit dein eigenes Leben! Sehr gut. Auf einmal nur noch Pluto übrig. Ey, Mensch, das war eh komisch. Ich hab Pluto eigentlich schon. Also, ich müsste ihn eigentlich gehabt haben. Aber du bist über mich drüber gesprungen. Da. Bei diesem Spielmodus kann die Vorsichtigkeit nie auf meiner Seite sein. Das ist der Wahnsinn. Ich finde das so geil. Wie hast du, vorhin hast du mich bei dir beim ersten Mal erwischt? Nee, aber das interessiert Forst oder sonst nicht, wenn jemand so knapp an mir vorbeifährt, werde ich trotzdem getroffen. Okay, richtig so. Ja, ich weiß nicht, bei mir war da jetzt ungefähr noch so zwei Autolängen Platz zwischen dir und mir. Ich habe bloß so einen blauen Schatten gesehen. Zack, hier. Einfach so machen, in die Luft springen, eine Pirouette auf der Heckstoßstange drehen und dann Pluto infizieren. Ja. So ist das. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, eine Location haben wir tatsächlich noch gar nicht angeguckt und da gehen wir jetzt mal hin. Was wir da allerdings spielen, tja, schauen wir mal. Oh, Güterbahnhof. Hey! König! User, aber diesmal, dich krieg ich. Aber diesmal jeder für sich. Diesmal kämpft jeder um seine eigene Herrschaft. Also, Cranks. Hä, wo ist der? Ich krieg ich gar nichts gesehen. Ein geghosteter König, das geht ja gar nicht. Das war kein Dive-Form, oh Gott. Das war ein Dive-Form. Ich würde mal behaupten, du hast mal wieder Leistung bodenlos, oder? Hä, ist Pluto? Moin, Andi. Tschüss, Andi. Was? Wollt mal wieder abklatschen, hat man gerade bei Flaggenjagd schon. Das kann mir keiner erzählen. Mein Pluto hackt. Funktioniert ja so gut. Das ist so insane, was Pluto da immer macht. Alter, war das knapp. Pluto weiß ganz genau, bis wann er geghostet ist. Und in dem Moment, in dem er nicht mehr geghostet ist, dann taucht er auf. Als Upgrapper! Gib her! Oh, komm! Hey! Ja, jetzt gestorben. Den nehme ich mir vor! Danke. Oh, nee! Als ob er noch geghostet ist, Mann! Jetzt wäre schon wieder der zweite gewesen, den ich bekommen hätte. Und immer sind sie geghostet. Ist so ein Witz, ey. Das ist ein Problem. Ah, scheiße, der war ein König. Kann doch eigentlich sein, dass wir zwei Könige haben und acht Leute sind bei mir. Ja, warum wohl? Ah, das gibt's unverdient. Ja nicht. Unverdient. Flyhigh hat das Ding schon wieder. Ey! man sieht ja auch nicht genau die Wand irgendwie bei mir gerade. Ja, das ist nämlich das Problem. Ich sehe auch nicht die Wand. Ich fahre einfach dagegen. Nein. Na gut. Hey, wo ist er denn? Hä? Fuck. Wow. Ja, das war so klar. Da hat die Karre wieder nicht rausgekommen. Es ist doch ein Trauerspiel gerade. Ich krieg auch nichts hin, keine Sorge, wir sind zu zweit. Nein, das ist ein Racing. Es ist halt wieder so dieses typische Unlucky-Move. Wenn du dich da mal so perfekt ausgerichtet hast, um einen zu attackieren, da kommt irgendein anderer, schnappt sie weg.
Oh und, Gott! Ja, das ganze Momentum ist halt weg. So wie jetzt schon wieder. Ey, ich wäre wieder kurz davor gewesen, darf sein, die gut zu haben. Nee, es muss irgendjemand koppeln mit seinem hässlichen Breitbauarsch noch dran. Das gibt's doch nicht. Und jetzt, ja, weißt ich du. Ich war's. Hast du gerade meinen Arsch fett genannt? Ey, ich bin auch. Ich bin hämmlich. Ich habe deinen Arsch sowas von fett genannt. Ich wollte gerade sagen, so geht's aus dem App raus. Ich hab's gemerkt. Das war irgendwie strange. Ich glaube, wir haben da keine noch eine Diskussion. Ich war auch kurz. Nein, ich war, glaube ich, auch gerade außerhalb der Map. Andi. Aus dem Weg. Also aua, aua, ey. Aus dem Weg, Geringverdiener. Wall grinding. Nein. Einfach draufgehalten. Ja. Alter, wie ihr alle nur Leistungen in euren Autos verbaut habt. Ich weiß vorher der beste Königsspieler jetzt noch keine Sekunde Krone gehabt. Ah, jo. Weg, Mann. Der möchte ja schon, ihr habt auch ein Rennen. Oh, nee. Ey, Bluter, was hast du denn? Wir sind ja nicht in GTA Online Rennen. Du hast irgendwas gegen mich. Du musst irgendwas gegen mich haben. Yo, ey. Oh Gott, sorry. Ich muss die Kurve bekommen. Ja, und dann opferst du einfach mal mich, ey. Das gibt erstmal einen Bann im Teamspeak, ey. Oh, oh. Och, oh, oh. Skrugs. Was ist das? Ist doch eine Scheiße. Fly, ich dachte, du hast die. Gott, wieso seid ihr immer geghostet, ey? So langweilig. Weil die Krone halt eigentlich immer instant sich wechselt. Ja. Ey! Das gibt's echt nicht. Das ist du musst echt zu den Lucky 2% gehören und gerade so Alter, ganz unglücklich einen berühren. Aber das gibt's ja nicht. Da kommt er wieder von vorne angerollt, ey. Ey. Alter. Okay. Ey, geh runter von mir. Lass mein Heck in Ruhe. Das ist schon fast ein Fahrzeug, der Greg! Hallo! Nein! Also mit Damage wäre das jetzt sehr interessant geworden. Was? Weißt du, und ich bleib jetzt an der Kante hängen und bin natürlich direkt instant wieder endghostet. Das ist doch lächerlich. Du bist König. Ich bin wieder einfach hinterher. Alter. Ja, das ist doch. Ja, das ist aber lächerlich, weil ich übelst meine ganze Ghost-Time quasi an dieser Kante verbracht habe. Aua. Das tun wir doch alle, was? Ach, Quatsch. Glaub mir, ich war schon so oft König, immer nur für 30 Sekunden. 30 Sekunden? Ich war für 9! 30 Sekunden ist ja schwach, was? Ey. Ja, weißt du. Nein! Was? Wo will er denn hin? Das Spiel mobbt mich einfach, ey. Ha, er ist hängen geblieben! Nein! Was ist das? Aber er fährt noch. Nein! Wo ist er denn? Meine! Nein! Ist er da unten? Jetzt ist der schon hier! Wieso seid ihr immer geghostet? Das macht überhaupt keinen Sinn, Mann! So eine Scheiße, ey! Wie viele Kronen ich schon gehabt hätte! Jedes Mal! Ja, aber ohne Witz, Mann! Ey, wie viele Kronen ich jetzt schon gehabt hätte! Und jetzt kommt wieder so einer, der mich hier rumreißt! Weil er einfach keine Kurve fahren kann! Da krieg ich Stresspusten! Du hast mich gerade voll in den Waggon gedrückt, aber ist in Ordnung! Ja, weil ich dagegen gehalten hab! Wenn du die Kurve nicht kriegst! Als ob ich hier die Bande für dich spiel! So fett bin ich auch nicht, dass ich Bande spielen kann. Hey, warte mal. Nein, Luca, oh, das nein! Das war jetzt schön. Luca, nein, was? Nee, Pluto! Pluto, gib mir meine Krone zurück. Mann! In Dollar-Modus. Hey, ich hasse ihn jetzt schon. Das ist so absolute Schiebung gewesen, ey. Also sowas ich hatte 2 Minuten so, 47. Ich hatte was? So viel Glück Krax? In der Runde. Ich hatte bitte, was? Nur Glück. Ray, 9 Sekunden. Ich weiß nicht, dachte, wie oft. Ey, das ist so lächerlich einfach nur. Knapp an einem und ich glaube, ich weiß, dass ich hier einen Bann eingehandelt habe. Vier oder fünf Mal quasi perfekt so geil, den kriege ich jetzt. Ist er halt immer noch im Ghost-Mode, weißt du? Ey. Ich krieg's hier einmal, bleib an der Kante hängen und meine komplette Ghost-Time quasi ist an der Kante verpufft. Ach Gott, ey. Alter, hatte ich gerade viel Glück in der Runde. Ja, aber frag mal Andi oder Pluto, wie oft ich an irgendeiner Kante war und dann erstmal rückwärts und drehen und... Lächerlich. Ich verlange ein Rematch. Nein. Bitte nicht. So. Let's go. Wunderbar. Also, weg vom Güterbahnhof, zurück zum Strand. So, da setzen wir das mal in die Tat um. Es gibt jetzt ein Rematch, denn ich weiß ganz genau, dass ich länger als 9 Sekunden König sein kann. Ich kann nämlich bestimmt 12 Sekunden König sein. Das will ich jetzt mal hier klarstellen. Ich würde so lachen, wenn das jetzt nicht klappt. Wenn ich jetzt 11 Sekunden nur schaffe oder so. Aber man muss ja eine Kampfansage bringen, sonst wird das ja nichts. Darf ich? Lieber an Darf abgegeben als an Nico, den mag ich nicht. Komm, dann setze ich die Bar mal niedrig. Mir reichen 9 Sekunden. Mir reichen 2. Ach lol, ich hab ja schon 16, ich bin drüber. Ja gut, wenn du Anfang an die Krone hast, ist ja quasi geschenkt. Also, ja, also hatte ich ja das letzte geschenkt. Mal auch. Ja, ja. Hallo! Oh Mann, schon wieder drüber. Schon wieder hat Scratch die ganze Zeit die Krone. Jungs, ihr müsst da mal was machen. Ja, ey, das ist schon wieder 2 Millimeter gewesen.
Als ob du da noch geghostet bist. Wir ghosten. Ja, so ging es mir die ganze Zeit vorhin. Das war super unlucky. Au. Tschüss. Jetzt kommen die ganzen Fettsäcke hier. Die ganzen Geier, gell? Und drücken einen weg. Die ganzen Geier wollen deine Krone haben. Hallo? Oh, ich rutsch mal wieder auf dem Dach. Und jetzt auf dem Außenspiegel. Ah, sie auch. Hallo? Hallo? Oh, da hat sich Ray meine Krone gesneakt. Egal, ich hab schon mehr Zeit als das letzte Mal. Mein Auto dreht sich gerade ein, geht gerade gar nicht. Nein, Ray hat die 9 Sekunden getoppt. Nein! Ja, sag ja, 12 Sekunden, Jungs, was ist los? 13, jetzt ist schon eine Sekunde drüber. Jetzt überschlage ich mich, jetzt wird's aber Zeit. Alter. Ja. Ja, Pluto, ich wollte gerade sagen, ich hab sie zurück, aber Pluto war eine Sekunde schneller. Aua. Wie unlucky. Cracks hatte die Krone schon. Ist nicht wahr, oder? Mach mal das Cracks kaputt. Nein! Okay. Ah, ich dachte, ich komm noch durch. Ja, okay. Gut gemacht, guter Mann. Komm. Da kommt der geflogen. Und kommt der Rage Ray. Einfach nur ein bisschen was. Einfach Strecke machen. Da unten fährt das Pluto. Ist das eine Forza-Einstellung? Nicht Rage Racing, sondern Rage Racing. Da ist jetzt aber ziemlich lang gebraucht, oder? Um den vorzubereiten. Ja, doch. Hat auch noch nie einer gebraucht. Nee, ich wollte gerade sagen. Moin. Oh, hey, wie? Was? So nicht, mein komm. Freund. Ich lieg da mal so rum. Nein! Ey, Krepper! Pluto! 38? Puh, hab ich schon. Ey, ich find es grad so geil, wie ich direkt hinter Pluto herfahren kann. Ich soll da echt mal so Kompetition und dann halt erstmal im Graben fahren. Nein! Als ob der immer noch geghostet ist. Also ich mag geht's weg. Überhaupt nicht. Oh, ja. Als ob du. Ich wollte fair fahren und er rast einfach nur rein. Ich bin gespannt. Also ich hab kein Bambus-Internet. Fair fahren bei Minispielen. Alles klar. Ja, ich hab versucht fair zu fahren. Als ob du jetzt. Dive-Bombs sind verboten, Jungs. Was seid ihr denn? Die Posen sind klar definiert. Weil er oben ist. Ich bin irgendwie hängen geblieben im Stein. Achso. Ja, Alter, ihr müsst euch die Krone im Sprung holen und dann zurück DPen. Das ist ja voll overpowered. Das ist ja mal der neue Meta-Move. Jetzt bleib ich an so einer komischen Kante hängen. Ich auch. Oh Gott, beide Krone in einer Ecke. Danke. Ein Wechsel. Wenn halt 8 Leute um mich rum sind, warum auch immer, ich verstehe es halt nicht. Hätte mich nicht für das kleinste Fahrzeug entscheiden sollen, ich merke schon, das war nicht so... Kann nix, User, komm her! Ja, warte mal kurz, ich fahr davor. Ich will die Krone bis mit 1 Sekunde haben! Nein! Smooth! Aua! Der war smooth. Jetzt! Komm, eine Minute! Ja, Mann! Ich hab nur... Ja, nee, dann kann ich sie wieder zurückhaben. Nee. Ich bring grad Andi die ganze Zeit die Leute vorbei! Endlich! Eine Sekunde. Andi, nein! Ist krass, wie mein Auto gerade gar nicht vorwärts. Nein! Wie kann denn der so lang Krone haben schon wieder? Als ob ich jetzt drüber springen will. Meine! Nein! Nein! Wie das übelst gegen mich läuft. Warte, Andi, ich komm zu dir. Aber auch echt, ich hätte echt taktisch anders ein Fahrzeug wählen sollen. Ich hätte einfach echt ein anderes Fahrzeug wählen sollen. Jungs, ihr müsst das mal sehen, wie wir das hier so sauber durch die Gegend ziehen. Entschuldigung. Ah, da vorne sehe ich Luca, komm. Ja, wollte ich da auch nochmal. Oh, das gibt's doch. Danke. Ich hab Ray nämlich auch gesehen. Aua. Weißt du, bereits hier immer so, du legst einen dir übelst zurecht, denkst so, ja, jetzt komm, hier komm. Dann kommt von irgendwo irgendeiner her und schnappt sie weg und alles ist für den Arsch. Du kriegst du auch nichts. Aua. Mir wurde gerade auch nichts gegönnt. Ja, dann gehört jetzt auch kein Bad. So nicht. Ach, die Güns sind eindeutig, finde ich nicht. Also dafür, dass ich keine Revanche wollte, habe ich nicht schlecht abgeschnitten. Ja, Effizienz um der arme Fly, 538% gesteigert oder so. Hey, ich hab fast verdoppelt, von 9 auf 16, also prozentual gesehen, ist schon richtig krass jetzt gewesen. So, da Scrax gerade der unangefochtene König war, zumindest mal der vorletzten Runde, darf er jetzt beweisen, wie ansteckend seine Regentschaft ist. Was für eine Überleitung. Oder wie ansteckend da noch die Räume sind. Was? Das hat uns so gerettet. Ich weiß, wir haben es ja gemacht. Oh, da kommt ah, Scrax ist unten am Pavillon. Hallo.
Für ein Pavillon siehst du. Dafür aus. Merk gerade, ich habe die ganze Zeit in der nahen Sicht gespielt. In der Weitsicht wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen. Ja, das wäre eine Idee. In der nahen Sicht tatsächlich. Genauso wie Nico das nächste Mal einfach Offroad-Räder nimmt. Die online-wöchentlichen was hast du denn gegen mich, Krax? Wow, was, ey, was ist denn jetzt gerade los eigentlich? der Angriff galt 0,00 mir. Er verliert die Haftung und rutscht in mich rein. Also Ray, irgendwas ist heute Abend also, gegen dich. Nee, also irgendwas ist übelst gegen mich. Das ist echt krass, ja. Das ist überhaupt egal. Das Universum. Ach so, du hast Ray dabei auch gekriegt? Ja, das war so anlagend. Nein, er hat mich sogar als erstes gekriegt. Ray war quasi Kollateralschaden, oder wie? Ja, ich war richtig Kollateralschaden. Naja, dann war ich ja nicht der Erste, ist ja schon mal gut. Ja, der Baum war schön, oder? Oh, aua. Da ist eine Brücke. Ja, da war noch eine Kante. Da ist eine Brücke. Oh, hallo, Andi. Nächstes Mal, wenn wir Minispiele machen, dann suche ich mir, glaube ich, wirklich ein bisschen taktischer das Fahrzeug aus. Andi hat so ein Glück. Hi, Ray. Das funktioniert gar nicht. Glück. Habt ihr das eine gut getroffen? Haben richtig? Der Baum. Oh, Asphalt. Ach, Krepper, du hast den Lambo nicht unter Kontrolle, gell? Alles gut so, gegen Porsche habe ich nichts. Danke. Ja, okay. Bitte. Ich merk's bei der Dingefühl. Ray bekommt Unterstützung von einem zweiten Verseuchten. Sorry. Kommt aus hinter uns. Es ist der dritte Verseuchte. Es gibt schon vier Verseuchte. Ja, guck halt mal rechts. Und was ist, wenn ich links bin? Du sollst nach rechts gucken. Nach deiner politischen Richtung. Dann sehe ich die gesamte Map. Der ist nicht gerade aussagekräftig. Oh, Darf, die Boote waren aber nicht so gut. Nee. Nicht schon wieder wir. Das gibt's doch nicht! Oh, Pluto! Warte, ich hab dich vor 2 Minuten berührt. So, Jungs, da hast du gerade in die Front gefahren, hast mich in den Baum geschoben. Was? Ich hab dich bei mir locker 10 Meter davor berührt. Jo. Oh, Jungs, da ist die Hälfte zwischen der Mist. Was? Oh, Pluto! Was? Du warst möglicherweise hinter der Spieleranzeige versteckt. Achso, Andi, ich zeig dir nachher mal den Pavillon hier. Fly, ey, da geht's nicht hoch, ne? Außer hier, ne, zu uns. Geht überall hoch. Wo ein Wille dein Weg. Echt, so wo ein Wille dein Weg. Der gefällt mir von der Einstellung her. Ray, dir geht's noch hoch? Hi. Deine. Oh, nein, das weiß er. Ray ist so still geworden, das ist ungut, habe ich das Gefühl. Wenn ihr die ganze Zeit rumschreien, muss ich hier dazwischen schreien, wenn bei mir gerade nichts passiert, oder? Ich muss mich nicht in den Mittelpunkt stellen, wenn ich nicht, wenn nichts gerade passiert. Das ist zu grün. Bleib stehen, Mann. Nein, niemals. Oh, ich fand nicht fünf. Oh, warte, dann nehmen wir noch den User schnell mit, ne? Oder doch nicht? Oh. Ich dachte mir so, was? Nico kündigt's an. Nee. Oh, Flyheit, das Blut ist jetzt natürlich. Nein, ja, das war jetzt. Das war jetzt vielleicht das nicht hast du verdient. Ne? Also, ah, verdammt. Aber du hast noch Chancen, ne? Also. Du kannst mich zum Beispiel in die Felsen leiten, hast du gut gemacht. Wenn das jetzt User schon wieder gewinnt, dann hat er wirklich noch die Spikes und das macht irgendwas aus. Hast du aber gut geschnitten. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich bremse jetzt einfach. Komm, ich bleib jetzt einfach hier an der Stelle stehen. Ja, diese Aula gefallen. Du hast mich doch komplett abgeräumt gerade. So. Nein, ich dreh mich schon wieder weg. Dann hab ich zumindest mal nicht gewonnen. Er fährt vielleicht auch einen Ford GT, der halt schon ziemlich krass viel Grip hat. Ne? Das ist halt auch nicht vergessen. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, ich habe Stockleistung, also ich habe nur Grip. Ach so. Naja. Ja. Nee, also aktuell, aber das ist bei Minispielen manchmal so. Manchmal läuft es komplett für einen, manchmal komplett gegen einen. Und wenn dein Auto auch mehr sich überschlägt, als auf dem Boden zu bleiben, da hilft es nicht wirklich. Aber alles gut! Bei Minispielen geht's ja in erster Linie um den Spaß, den ich absolut nicht habe. Was? Und deswegen... Nee, ein Minispiel machen wir jetzt noch und da lassen wir uns mal überraschen, was wir noch zum Schluss spielen werden.
Ja, last but not least gibt's noch Team Flaggenjagd. Und Rex, du hier bleiben. Das fangen wir gar nicht an, dieses Spiel. Ich fahr ein Stückchen vor. Das ist hier noch. Das ist schon verboten. Dankeschön. Ey, Leute. Ja, aber Ray, also dieses Mal hast du einen Vorteil. Du hast das bessere Team. Nichts für ungut. Au. Ja, aber jetzt direkt schon mal eigenen Spawn sich gegenseitig abcrashen, wie so ein wild gewordener Haufen. Uff. Nein. Ja. Er war in der Kante, also was? Ich konnte dafür nichts. Ja. Ist doch einer, ist doch einer. Oh Gott, hier sind. Steuert das auf einmal. Also, ich müsste ja eigentlich mit meinem Rennreifen hier voll die Vorteile haben, aber ich merke da vorne rein gar nichts. Oh mein Gott. So einen Riesenvorteil hast du nicht, weil doch auch viel Schotter hier quasi ist. Mhm. Okay, einer links, drei Mitte. Sorry, Crapper, aber du ja, kannst da quasi gut, aus dem Nichts. Ich wär schuld. Alles gut, aber ich jetzt wirklich wär schuld. Nichts angeschossen. Hä? Ja, ich was kann halt nicht mehr mit dem Schiff. Alter, Pluto. Reise in der Luft. Oh, sorry. Ray ist vorbeigefahren. Ja, weil ich ja nicht abgeben konnte, weil da irgend so ein komischer BVB-Fanatiker sich einen Weg gestellt hat. Entschuldigung. Und da ich ja in Königsblau gerade unterwegs bin, ja, hat das nicht so funktioniert, habe ich gehört. Erkannte. Fußball-Insider hier. Ach, das so, dieses Mal nicht mehr, Luca. Nee, Mann. Pizza Jog. Nein, ist gut. Das war aber, also bei mir hast du mich nicht berührt. Es war knapp, aber. Ja, das so meine geil, ich. Geil, wie auch der Vorstellung. Ich kann mal für mich spielen. Ja, aber ich kenne das nur zu gut, dass die Synchro irgendwie immer gegen einen ist. Sowas. Dankeschön. Ja, wenn du so eine Ansage machst, dann kannst du auch treffen. Also nicht du, Ray. Ey! Jetzt auch. Oh, sorry, Pluto. Ja, wer hat mich jetzt gekriegt? Einer links. Nein. Oh, Wand. Oh, gut. So, jetzt muss doch einfach mal das ein Vorteil sein, so ein kleines Fahrzeug zu haben. Kann man nicht angehen hier die ganze Zeit. Hallo, Pizza Jog. Was? Ja, was? Du hast, mich nie im Leben berührt. Wie dieses Ding einfach nicht bremsen wollte gerade. Ich hab's einfach nicht rumgekriegt. Einer kommt, zwei kommen noch rechts. Der Bade hat er so. Oh mein Gott. Ey Leute, lasst mal wieder ein bisschen mehr gleichzeitig versuchen abzugeben. Dieses, wenn jeder super für sich das jetzt gerade macht, werden wir keine Flagge. Aber du musst jetzt was Gas geben. Ja, aber es kann ja nicht sein, dass jeder hier einzeln vorfährt und von vier Leuten quasi geblockt wird. Das funktioniert zwei nicht. Zwei links, zwei rechts. Habe ich einen Flügel, Mann? Ey, ich bin Glas. Block! Jo, haben wir schön geblockt. Oh. Ja. Herr Luca, fahr noch 4 Sekunden im Kreis. Ja, was soll ich machen? Oh jo, 10 Stück. Ich hätte ihn noch gekriegt. Ja, 10 ist, glaube ich. Nicht, ich habe alles rumgelegt. Ohne Flachs, ich glaube, 10 ist echt zu wenig. Ich glaube, das ist voll gut. Außer wir werden jetzt eine sehr gute Defensive spielen. Denkt dran, auf geht's, wir machen jetzt Bolognese. Aber ich will jetzt nicht sagen, aber ab dem Wintermatch bei Mortimer's Garden läuft bei mir nicht mehr so. Ernsthaft? Ja, nee, irgendwie, aber seit dort läuft es irgendwie nur noch gegen mich in dem Minispiel. Das ist schon leider so. Ach, was wird sich gleich ändern? Aber wir sind doch gar nicht bei Wheelspin. Ja, bei Wheelspin läuft es ja nur am Anfang nicht so. Danach ist ja, dann mach ich das Beste draus. Verstehst du? Warst ja mal voll fetzig. Also, sie kommen von links 2, Mitte 2, rechts 1. Okay, Jusuke geht auch ich jetzt. Oh Gott, das ist ich nein. Oh Gott, wie ich halt gar keinen krieg. Ich stehe in der Wand drin. Ah, da ist aber. Da ist noch einer hier, das Cracks. Hinten wieder sammeln. Hat er vor? Einfach oh, sorry, ich hab's nicht gesehen. So. Okay. Danke, Ray. Ich hab keine Flagge mehr. Ja, ich muss ja, im Prinzip ist es halt gut, wenn wir halt so, ne, einer weiter vor, hier in dem Areal weiter vorne, dann müssen sie versuchen auszuweichen und weiter hinten dann nochmal welche, die dann quasi abstauben. Dann passt es schon. Nimm mal. Ich gehe eher mal nach rechts. Okay, drei ja, links, ich bleibe immer auf der linken Seite. Einer rechts. Ich bleibe auf der linken Seite, geh mal nach hinten, wo das du kommt. Von vorne. Ja, genau. So sehe ich wieder keinen. Ach Gott. Perfekt. Er hat dich hinter dem Zaun null das gesehen mit deinem halt wirklich. Tschernobyl. Ja, war die Vorsicht, Andre. Aber ich hab den Stu gesehen und da war seine Flagge weg. Ja, aber Andi, du hast mir einfach den perfekten Cover gegeben, dass ich reinkam.
Ja, aber dafür hat Anni mich auch noch gegen einen von euch geschossen. Hör drauf. Das war, jetzt damit exakt, dass das war jetzt halt exakt das, der BMW berührt mich nicht und nimmt mir die Flagge ab. Ich berühre jemanden knapp nicht, nichts passiert. Komm, das Ray, jetzt kriegst du mich, komm. Ach, komm! Oh ja. Nein. Voll. Oh, Ray, man ist direkt auf dich zugefahren. Du musst nicht so kommen, das reinhalten. Sorry, ja, also, ich hab noch immer keine Bremsen. Denke aber das. Auch nur Sportbremsen. Okay, direkt durch. Vier links, drei rechts, einer Mitte. Ey, Junge, es kann doch nicht sein. Es kann doch einfach nicht wahr sein. Nein. Also die Runde läuft ja ganz arm. Na, shit. Ich sagte doch, eine 10 ist voll gut. Eine konnte ich verhindern. Eigentlich ist 12 gut, tatsächlich. Ja, aber wir sind alle starke Fahrer, deshalb ist 10 reinzukriegen schon verdammt schwer. So, ja, jetzt halt noch einmal gut verteidigen und dann... Ja, wir könnten noch mal aufhören, uns hier gegen gegenseitig zu rammen. Das würde vielleicht auch helfen, irgendwie. Gibt du mit noch Forza-Synchro? Ja, man, ich hab dich voll berührt. Ach, sie ist bei mir auf der Aufnahme. Ja, das glaube ich dir auch. Oh fuck, Stuy, Vorsicht. Jawohl. Ah, fuck. Unentschieden wenigstens noch. Ja, oh, wow. Wow. Nee, oder? Wir doch, gewinnen. Doch, wir müssen unentschieden. Wir müssen gewinnen. Ah, ja, Zeit, stimmt, wann die Flagge reinging. Nee, die Zeit ist entscheidend. Warte, seit wann gibt's die Zeit? Seit wann gibt's mit der Zeit? Und Gott, war das knapp. Ja, Team Rot hat gewonnen. Ich war der Einzige, der 3 abgegeben hat, wir haben gewonnen. Schon immer. Wenn unentschieden ist, gibt's das mit der Zeit, Sprex. Es gibt kein Unentschieden bei Flaggenjagd. Das ist immer die Zeit. Das ist genauso bei Überleben ist es dann, wenn es beide in von der Zeit her schaffen, kommt es auf die Anzahl. Ja, das weiß ich, aber ich hatte es gibt's nicht. Kann das sein, dass es dann zur selben Zeit war, wo beide jetzt... Ja, das kann dann vielleicht sein, aber das ist ja dann wirklich zufällig. Aber normalerweise ist es eigentlich immer so, bei Überleben entscheidet die Anzahl dann, wenn beide quasi die komplette Zeit, also beide Teams die komplette Zeit überbrückt haben. Bei Flagge eben, wer die letzte Flagge quasi oder wer länger oder wo es schon länger her ist, die letzte Flagge abgegeben zu haben, weil ihr habt jetzt quasi ein paar Sekunden vor Schluss erst. Und bei, was ist der andere Modus? König. Ja gut, da geht's ja fast nicht, weil, ja. Ich glaube, da gibt's einen Unentschieden. Ja, da muss es fast einen Unentschieden geben, wenn es halt wirklich zeitgleich ist, aber kommt halt sehr selten vor, so. Nee, das ist aber, ja. War aber knapp. Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe gesagt, 10 ist, ihr könnt mir das schon glauben. So. Ja, wunderbar. Dann war das mal wieder eine Minispielausgabe. Ich hoffe, es hat allen Beteiligten und auch euch Zuschauer Spaß gemacht. Und jetzt mal ganz ehrlich, mir hat es natürlich auch Spaß gemacht, aber ne, wenn es halt im Spiel gerade mal nicht läuft, dann lässt man den Frust raus. Das nennt man Emotion. Kenn ich nicht. Du musst das. Bei dir ist das ja okay. Ist das Schlaftablette oder was? Mensch, Andi, jetzt mal ein bisschen. Ja, also, jetzt auf, nee, wunderbar. Dann vielen Dank fürs Einschalten. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Und wir würden uns natürlich alle freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder am Start seid. Und ja, bis dann. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.